So, Number One. Wo bist du? Das ist ja Quatsch. Wieso machst du denn sowas? Solo. Muss ich da dran? Nach 13 muss ich dann. Ja, schon mal einstellen. 2 Euro, okay. So, haben wir's. So, gutes Gelingen. Auf das. So, und jetzt brauchen wir Geld für Werbekampagnen. Runter keine. Was machst du denn da schon wieder? Gehst du mal bitte fegen? Wieso fallen die immer durch die Dings? Kriegst du alles unter 400, ne, oder? Wasserachterbahn. Ich lasse mich mal in Ruhe mit Wasserachterbahn, will ich gar nicht wissen. 4x4, ne? Dran. Guckst du jetzt schon hinter der Ecke vor oder noch nicht? Macht er das aber weg? 10 muss ich, also nicht mal einen runter. So. Hey, Micho, hallo, mach doch bitte jetzt keinen Scheiß.
So. Ach, der Bass immer. Na, der Bass gleich immer reinhämmert. So, jetzt bitte viel Geld. Vielleicht kommen die Leute ja auch so schon. Abwertung. Wie ist die? Geht. Achso, ich kann mal da drüben alles halt mal gucken. Die Action-Foto. Attraction. Jo. Attraction, ne? Machst du nur aus einer Richtung die Fotos, ne? Ja. Ja, ist ja klar, die gucken ja auch. Die drehen sich ja zwischendurch nicht um. Die Richtung bleibt ja die gleiche, in diese gucken, ja. Das stimmt natürlich also nicht mehr. Okay. Guck mal an, Autoscooter. Wie sieht es denn unsere Minibahn hier oben aus? Okay, da fahren auch Leute. Scheint ja nur der höchste Punkt unserer ganzen Kreation zu sein, ne? Na, immer noch ein bisschen. Haben wir noch eine Insel übrig? Ja. Zwei Inseln haben wir noch übrig. Ja. Aber wir haben kein Geld mehr für zwei Inseln. Bänke. Soll ich mal Bänke aufstellen? Siehst du gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier. Bänkchen. Einfach mal so. Sitzen im Eis. Sachen nicht nach hinten fallen, hä? Geht natürlich in dem Fall dann auch wieder vorbeugen, ist besser als nach hinten fallen. Und der Spruch gefällt mir so gut, den habe ich mal gehört irgendwann. Aber ich weiß gar nicht mehr wann, so alt ist der schon. So, mach mal schön hier eine kurze Party. Ach, da sitzen schon welche, okay. Hätte ich den bald eine Bank auf den Schoß gestellt. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? So viel Bank braucht dann auch kein Mensch. Da kann noch. Hier hinten.
machen wir schon. Natürlich nicht verpassen, ne? September, also erstmal eine kleine zum Angewöhnen. So. Hier auch sehr gut. Kostenlos Kaffee ist ja Quatsch. Den kriegst du in Amerika, kriegen die, glaube ich, immer so. Wurde mir erzählt. Weiß ich selber nicht. So. Jetzt muss ich mal wieder warten, dass wieder Geld, schöne Geld reinkommt. Besucher mindestens brauchen wir noch. Dann hätten wir 7 Reserve. 200 Besucher. In 6 Wochen. Das ist irre. Der Park ist. Lässt sich immer schwer abschätzen. Ne? Ich glaube, wenn ich ihn jetzt nochmal machen müsste oder so, dann würde ich oder wahrscheinlich das Golf abreißen. Einfach nur, um besser anbinden zu können oder noch mehr Platz zu haben und zu bauen. Dann braucht man nicht so ringsrum bauen oder gucken, wo man hinbaut. Dann baut man eben. Ne? So, jetzt nächste Kampagne. Die ist die wichtigste, 6 Wochen jetzt. Ach, haben wir gar nicht, 2100. So. Also ungefähr. Aber daran merkt man erst, wie wichtig der ist, wenn man was mit dem Eintrittspreis schrauben kann. Das vereinfacht die Sache ja deutlich. 4100. So, und dann haben wir noch die. Wenn wir mal mehr Geld haben. Wie viel September haben wir jetzt? 25. Also nur eine Woche. Haben wir jetzt noch 5 Wochen, dann brauchen wir 1000 Euro. Oder wenigstens 4 Wochen. 800 Euro für die andere Kampagne hier. Ich mache immer 4 Wochen. Für Attraktion, Turm 1. Turm 1. 800 Euro. So. Läuft. So, das war's. Mehr können wir. Jetzt sind wir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Was bauen, wüsste ich nicht, was bringt.
Tretbahn garantiert nicht. Ein Donutstand wird uns auch nicht retten. Besuchermäßig. Moment, habe ich irgendwas übersehen? Die doch auch nicht. Da die UFO-Dinger da, die, wie heißen die? Fliegen mit Untertassen. Haben wir hier irgendwas übersehen? Gibt es hier noch irgendwas Geiles? Autoscooter. Ich wusste aber nicht wo. Aber wie gesagt, das Geld, was wir jetzt haben, das können wir verplempern. Weil entweder oder. Autoscooter. Naja, haben wir ja vorhin auch schon geguckt, haben wir ja schon. Hat er ja schon gesagt, das ist nicht. Kann er nicht bauen, hat er gesagt. Hier, komm, du bist doch schön. Dich werde ich noch hierhin platzieren, ne? Oder? Geht das noch? Kannst du hier irgendwo hin? Ach, wir haben schon Oktober. Ehe ich mich hier entschlossen habe, wo ich den hinbaue, ist schon lange alles vorbei. Pass auf. Da nicht. Und da doch auch nicht. Mann. Mit Ausgang, wo soll ich denn anschließen? Das ist zu. Das bringt nichts. Das bringt nur Chaos und Stress jetzt auf die letzte. 1173,76. Machen wir. Donutstand. Dann komm her. Vielleicht gibt es ja Donut-Liebhaber, die extra deshalb hier zu uns kommen. Ich hoffe das jetzt ganz einfach mal. Ja, hier ist alles cool. Hier ist ja nichts mehr mit Donut. Hä? Das ist ja eben alles voll. Mehr frei. Turm 2 ist noch nicht repariert, warum nicht? Wir brauchen den doch. Turm 2. Kommt Leute, wo seid ihr? Ach nee, das ist ja Turm 1. Turm 2, hallo? Wo die Meldungen war, die sind doch. So. Und so. So. Ach. 14. Also 2 Wochen noch. Jetzt haben wir 1250. Quatsch. 1250 Euro waren das. Da waren wieder gar nicht die Besucher. Also noch reicht es immer noch nicht. Oh, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Was mache ich denn jetzt? Ich schraube jetzt hier die Preise runter. So. Hier, alles umsonst. Nee, nur Essen und Trinken. So, Pommes,
wenn wir die Eintrittspreise nicht runterschrauben können, müssen wir es so versuchen. Donuts, her. Gratis Donuts. Sorry, dass du nicht viel Plus machen konntest. Aber... im Dienste der Sache. Kaffee umsonst, haben wir schon? Jo. Cola? Jo. Oh, Entschuldigung. So, mehr haben wir hier gar nicht, oder? Mehr sehe ich da gar nicht, mehr Stände. Oder sind da noch mehr und die sind, habe ich verbaut, verbuddelt. Dahinter. Hotdog. Auch schon frei. Was haben wir noch? Pizza haben wir ja gar nicht gebaut. Aber vielleicht wollen die ja Pizza essen. Ich glaube, Pizzeria habe ich noch gar nicht. Die hatte ich zum entsprechenden Zeitpunkt noch nicht für wichtig empfunden. Wo baue ich dich jetzt schon wieder hin? Wo ist Platz für eine Pizzeria? Alles. Kein Platz. Hier siehst du nichts. Doch da. Hier. Eine Bergpizzeria. So. Nein. So. Natürlich gleichen Preis. Von 0 für alle. So, 1324 Besucher. Dann hätten wir es ja geschafft, wenn es so bleibt. Wenn sie nicht alle auf einmal die Fliege machen. Welchen Oktober haben wir? 30. Ein Tag noch. Aber, wie gesagt, das war dann die Notlösung. Irgendwas muss die Bühne ja machen. Und wenn du alle Fahrpreise runtergesetzt hättest. Was musst du machen? Herzlichen Glückwunsch, jawohl. Dankeschön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Interesse. Unbekannterweise natürlich. Und wünsche euch Gesundheit und viel Spaß. Tschüss. Euer Opa Mario, der alte Sack von Holz und TV.